Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut. Und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen. Und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Barant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtan... Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Komm im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Und somit begrüße ich euch aufs Herzlichste zu meinem ersten Let's Play und zum ersten Bad von Gothic. Ich bin die Zockerbraut und ich möchte euch eines meiner liebsten Spiele vorstellen. Es ist zwar schon etwas älter, grafisch nicht ganz so top wie Assassin's Creed, wie man sieht, ein bisschen kantig alles, aber... Die Geschichte ist das, was mich so persönlich fasziniert und immer wieder aufs Neue spielen lässt. Zwar war mein letzter Versuch schon einige Jahre her, aber ich bin der Meinung, ich kann mich noch an alles erinnern. Alles, was wichtig ist, alles, was wir brauchen, um das Spiel erfolgreich zu beenden. Ich habe irrsinnigen Spaß dran, dieses Spiel zu spielen. Ich hoffe, ihr ebenso. Kenner dieses Spiels, Sie schwelgen jetzt vielleicht in Erinnerungen, positive Erinnerungen, hoffe ich sehr. Und ich bin mir sicher, wir werden sehr, sehr viel Spaß mit dem Let's Play haben. Ja, das Spiel startet ja schon mal ganz wunderbar, wunderprächtig. Wir sind im Gefängnis, wir sind ein schlimmer Junge, ein böser Junge und wurden gleich, eines Verbrechens schuldig gemacht. Wir wissen nicht genau, was passiert ist.
aber wir sind jetzt einmal hier. Sind auch gleich aufs Herzlichste willkommen geheißen worden. Gleich mal so richtig eine in die Fresse betoniert bekommen, ist nicht besonders toll. Und der Geschmack der Erde war im Abgang auch leicht dreckig und sandig, vor allem zwischen den Zehen. Ich werde hier in diesem Spiel den Part der geistigen Stimme des namenlosen Helden übernehmen. Ja, er hat sich bei dem Sturz den Kopf angehauen, darum klingt die Stimme jetzt etwas weiblich, aber ich glaube, das tut der Sache jetzt keinen Schaden zufügen. Ja, scheinbar ist der Typ da vor uns der Einzige, der uns einigermaßen freundlich gesinnt ist. Ich habe mir das so gedacht, es gibt ja immer Antworten und Fragen, die wir stellen können. Ich werde diese alle mal vorlesen und versuchen, die vernünftigsten und sinnvollsten Fragen und Antworten zu stellen. Da hätten wir jetzt mal, okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Warum hast du mir geholfen? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und Ende. Ich würde sagen, wir beginnen gleich mit dem ersten. Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Ja, wo kriege ich denn eine Waffe her? Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Wahrscheinlich eine abgebrochene Spitzhacke, ne? Die stumpf und rostig ist. Naja, vielleicht fängt sich das Viech ja eine Krankheit an ein und dann verreckt es vielleicht elendig dran. Schauen wir mal. Warum hast du mir geholfen? Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullitt und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullitt und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Mhm. Und wenn ich allesamt, also diesen Bullitt-Typen mal eine auf die Fresse hau, wahrscheinlich wird mein Equipment nicht besonders gut brauchbar sein, um den Typen, diesen Bären, eine aufs Maul zu geben. Naja, wo ist dieser Bullitt jetzt? Ja, das wäre interessant. Wo ist dieser Bullitt jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Oh, das ist natürlich schlecht, ne? Wir haben hier gerade mal ein paar Stofffetzen am Leibe, ne? Und besonders viel Skill mit Umgang, Schwert etc. haben wir scheinbar auch noch nicht. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Gomez. Ist das der Obermutz? Wer ist Gomez? Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Okay. Wie kann ich mich Gomez-Leuten anschließen?
Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Torus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Diego heißt du. Okay. Wie ging das schnell mit Sitz? Riesenkazitazi oder so, ne? Okay, das war's dann. Genug gelabert. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Jawohl. Kapitel 1. Die Welt der Verurteilten. Ja, wir sind im Gefängnis. Das Umfeld ist rau, ne? Wie man es so gewohnt ist im Gefängnis, auch von den Filmen her, ne? Alles spitze, alles toll, ne? Wunderbar. Männerwirtschaft, ne? Wie man so gemein, wie Frauen gemeint, soll ich sagen, ne? Zur Steuerung. Das Spiel hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel, das sieht man ja. Man steuert übrigens nicht wie gewohnt mit den WASD-Tasten, sondern mit den Pfeiltasten. Ganz recht, dafür brauchen wir unsere rechte Hand. Dafür aber keine Maus. Zum Sachen aufheben drücken wir Steuerung und einmal die Pfeiltaste nach vorn. Dann hebt er Sachen auf. Übrigens kann man so auch mit Leuten dann sprechen. Man stellt sich einfach vor ihnen hin, drückt Steuerung und Pfeiltaste nach vor und schon kann man mit denen quatschen. Ja, was ist so besonders an Gothic? Was gefällt mir persönlich so gut daran? Zum einen ist es mal, wie soll man sagen, das Herz, die Seele dieses Spiels. Ja, wie schon gesagt, grafisch ist es jetzt nicht auf dem neuesten Stand, aber klar, das Spiel ist ja auch schon so um die 14 Jahre alt, meine ich, wenn nicht sogar ein bisschen älter. Aber es ist das Herzblut, was drin steckt. Man spürt richtig den rauen Umgang, den man im Gefängnis so hat. Und dass einem der Anfang im Gefängnis nie leicht gemacht wird, das weiß man auch. Übrigens mit Steuerung und drauf kann man auch Leitern anvisieren und drauf, also raufklettern. Wen haben wir denn da? Ori. Was machst du hier? Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Jo, ein sehr netter Kerl. Das Digger-Kazitazi hier im Lager, ne? Diego. Ja? Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Da haben wir jetzt ein paar Sachen, die wir da mit dem Typen quatschen können. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Ich gehe es gleich von oben nach unten durch. Ich lese nicht alles vor. Da kommen wir dann eh nach und nach drauf zurück. Also. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Ja, so gehört sich das, ne? Scheiß auf die Steuern. Einfach nehmen, was man braucht, ne? Das ist, Open-World-Shopping, ne? Keine feine Art, aber naja, wir sind eh im Häfen. Was soll uns da noch passieren? Gefängnis. Und das alte Lager? Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Okay. Aha. Ruffarm sozusagen, ne? Butler. Na toll. Ich will gar nicht recht wissen, was da mein Aufgabengebiet ist. Wahrscheinlich irgendwo im Dreck herumwälzen und irgendwas, keine Ahnung, wahrscheinlich Erz schürfen oder so.